Weitere Erkenntnisse zur Trigonometrie. Wir starten wieder mit einer Einleitungsaufgabe. Ein Riesenrad dreht sich einmal in 40 Sekunden. Sein Durchmesser beträgt 60 Meter. Bestimme die Höhe sowie auch die vertikale Steiggeschwindigkeit als Funktionen der Zeit. Schauen wir uns das in diesem kleinen Modell hier an. Wir starten die Animation und stellen fest, dass diese Höhe sich im Laufe der Zeit verändert. Also ist die Höhe eine Funktion der Zeit und es gilt hier, diese Funktion h von t zu bestimmen. Auch sehen wir, da unten ist die Geschwindigkeit 0, jetzt wird die vertikale Geschwindigkeit größer und da wird sie wieder kleiner, bis sie 0 wird. Und dann steigt die vertikale Geschwindigkeit wieder und so weiter. Also ist auch diese Steiggeschwindigkeit eine Funktion der Zeit, die wir bestimmen möchten. Hier gehen wir wie folgt vor. Wir modellieren das Riesenrad durch eine einfache Kreisbewegung, durch eine gleichmäßige Kreisbewegung. Und zuerst einmal werden wir diese Höhe h bestimmen als Funktion dieses Winkels Alpha. Um das zu machen, wir sehen hier deutlich ein rechtwinkliges Dreieck und rechnen jetzt den Cosinus von diesem Winkel Alpha. Der Cosinus von Alpha ist gleich zu dieser Ankathete, die ich hier mal AK genannt habe, wie Ankathete, geteilt durch die Hypotenuse. Also so. Der Cosinus von diesem Spitzenwinkel Alpha ist durch dieses rechtwinklige Dreieck gleich zur Ankathete geteilt durch diese Hypotenuse. Daraus schließen wir, dass die Ankathete AK 30 mal Cosinus von Alpha sein muss. Was wir suchen, ist diese Höhe h, also auch diese Strecke da. Die Länge dieser Strecke entspricht Radius vom Riesenrad, also 30, minus diese grüne Ankathete. Die Höhe h ist also gleich zum Radius vom Riesenrad 30 minus diese Ankathete 30 cos Alpha. Somit haben wir die Höhe als Funktion des zurückgelegten Winkels Alpha beschrieben. Wir möchten aber diese Funktion im Laufe der Zeit beschreiben, also mit der Variablen t. Dazu gebrauchen wir den Dreisatz. In der linken Spalte steht die Zeit t und in der rechten Spalte steht dann der entsprechende Winkel Alpha. In der Angabe steht, dass das Riesenrad sich einmal in 40 Sekunden dreht. Das bedeutet, nach einer Zeit von 40 Sekunden ist der zurückgelegte Winkel 2 Pi, die 360 Grad. Hier werden wir von den 40 Sekunden zu einer Sekunde hinüberspringen und dazu müssen wir also links durch 40 teilen. 40 Sekunden geteilt durch 40, das macht dann eine Sekunde. Dreisatzgemäß müssen wir dann auch rechts durch 40 teilen und 2 Pi geteilt durch 40, das macht 2 Pi 40stel oder auch Pi 20stel. Um jetzt von einer Sekunde zu t Sekunden zu gelangen, müssen wir hier mit der Zeit t multiplizieren. So erreichen wir dann in diesem Fall die t Sekunden. Dreisatzgemäß müssen wir also auch hier rechts mit t multiplizieren und finden so als entsprechenden Winkel Alpha Pi 20stel mal t. Was also für unsere Überlegungen hier heißt, die Höhe h im Laufe der Zeit t ausgedrückt, die findet man durch diese Formel, in der man den Winkel Alpha durch Pi t 20stel ersetzt. Jetzt haben wir die Höhe als Funktion der Zeit beschrieben. Und jetzt müssen wir noch die Steiggeschwindigkeit bestimmen. Wir wissen aber, dass die Geschwindigkeit die Ableitung der Position ist.
Also hier die Steiggeschwindigkeit, das ist die Ableitung von dieser Funktion höher im Laufe der Zeit. Aber wie leitet man trigonometrische Funktionen ab? Hier müssen wir die Funktion Cosinus ableiten. Vom Cosinus wissen wir im Moment nur aus dem trigonometrischen Kreis her und durch diese Animation, dass der Graph vom Cosinus diese Form hat. Es ist diese Welle. Aber wie leitet man trigonometrische Funktionen allgemein ab?